Ich grüße dich mit den dieren Fried von unserem Herrn Jesus Christus. Ich will die Verse lesen aus Johannes Kapitel 8, 27, der saßen dardig, wo das so sein wird. Sie verstanden aber nicht, dass er zu ihnen von dem Vater sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und nichts von mir selber tue, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater hat mich nicht allein gelassen, denn ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Als er solches redete, glaubten viele an ihn. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meine Worte bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Da antworteten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen und sind niemals jemandes Knechte gewesen. Wie sprichst du denn, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Hause, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Der Jude erkannte an diesem Punkt nicht, dass er von Gott den Vater zu entreden dort. Dort schien sie, dass er verstand immer mehr in der Distanz von dem Unglauben angeroden dort. Als der Herr Jesus vorher dort gesagt hat, dass er der Sehen Gottes wäre, dann hatten sie wenigstens noch verstanden, dass er überhaupt Gott Glück zu sein. Doch dort wird nur nicht mehr der Fall hier. Wahrer sagt Jesus da auf herab, was passieren wird. Aus ihr steht, würde sei den Sehen von den Menschen abheben. Er redet hier von seinem Tod durch die Kreuzigung. Nachher würden sie erkennen, dass er der Messias ist. Sie würden dort durch das Erdbeben, durch die Finsternis, doch durch an alle Menschen durch seine leibliche Auferstehung. Wenn er würde von dem Tod abstehen, dann würden sie dort erkennen. Dann würden sie erkennen, dass ich dort sie sagte. Ich bin. Sein Vater, der bekannte wird im Alten Testament. Dann wollt ihr erkennen, dass ich Gott sie, weil ich immer sein. Dann wollt ihr auch verstehen, dass ich nicht von mir selbst, dass heute nicht in einer Vollmacht zu tun habe. Und es steht, komm hier in sein Mensch sein, aus Ganzen, über ob Gott angewiesen hat in dieser Welt. Bloß dort redet er, was der Vater am gelehrt hat. Das Verhältnis von dem Herrn zu dem Vater, also zu Gott, dort wie sei er ähnlich. Jeder von dieser Utsai, der enthält diesen Anspruch hier, dass Jesus Gott glück ist. Während sein ganzes irdischen Dienst, wird er Vater mit ihm. Niemals ward er allein geloten. Zu alle Titel handelt er so, dass Gott hat gefallen dort. Diese wird keine bloß von einem sinnlosen Wesen gesagt worden. Keinmal kann ein Mensch sich wählen, Sünde zu sein, er kann alle Titel dort tun, was Gott gefallen hat. Viel zu verken du wie dort, was uns selbst gefallen hat. Manchmal du wie sogar dort, was der andere gefällt. Bloß der Herr Jesus hat einzig allein das Verlangen, dort zu dienen, was Gott gefallen hat. Und er ist auch der Einzige, was er sagen kann, dass er dort gedonnen hat. Als er das wunderbare Wort redet, dann sagt Jesus, dass dort viele ihren Glauben und ihn bekannten. Einige werden davon auch echte Gläubigen. Andere können dort vielleicht einfach Müllgläubige sein, dass sie dort bloß bekannt haben mit dem Müll. Nun, der hat sich dort unterscheiden hier, Jesus, dass sie zwischen dort, wo die Jünger sind, und dort, wo sie sich wirklich als Jünger bewiesen. Ein Jünger ist jeder einer, der behaupten hat, dass er von jemandem lehren hat. Doch ein wahrhafter Jünger, dort ist einer, der sich ganz uträglich dem Herrn Jesus Christus handgegeben hat. Wer wahren Glauben hat, ab dem traf diese Utsage toll, er blieb in sein Wort. Das bedeutet, dass er bei Jesus seine Liebe blieben hat. Er dreht sich doch nicht von weich. Wahrer Glauben ist immer da, wo er besteht. Ein Jünger wird nicht errat, weil er in sein Wort blieben hat, sondern er blieb in sein Wort, weil er errat ist. Alle wahre Jünger, der wird versprochen, dass sie die Wahrheit erkennen wollen. Und die Wahrheit wird ein Freimärken. Die Juden kannten die Wahrheit nicht. Sie wären hier auf eine furchtbare Weise gebungen. Sie befangen sich in dieser Sklaverie von der Anwaltenheit, von Irrtum, von Sinn, von Gesatz und von Aberglaube. Diejenigen, die dem Herrn Jesus wirklich kennen, die sind von dem Sinn frei. Sie wandeln im Licht und die wurden vom Heiligen Geist Gottes gelehrt.
Einige von den Juden, die besiegt standen hier in dem Herrn Jesus, von dem frei waren reden, und sie lehnten das Fuß auf. Sie deuten sich groß, weil sie wären hier von Abraham, und behaupten, dass sie niemals wieder ins Glauben gewahrt. Doch das stimmt ja gar nicht. Israel wie von Ägypten, von Assyrien, von Babylon, von Persien, von Griechenland und nur auch von Rom beherrscht worden. Und bitte dem wären sie nur noch, wie sie mit Jesus reden, das Glauben von der Sinn. Also sie wären das Glauben Satans. Und das ist hier ganz ob, dass Jesus hier von der Sklaverie von der Sinn reden wird. Er erinnert seine jüdische Teilhörer daran, dass jeder eine wer der Sinn tut. Das ist ein Sklaver von der Sinn. Diese Juden gaben fair, sehr fromm zu sein, doch in Wahrheit wären sie unehrlich und sie bleiben nicht bei der Wahrheit. Bald wurden sie sogar zu Mörder schworen, weil sie plunden immer waren, Jesus dort zu merken. Als nächstes verglich Jesus diese Stadt als Glauben an einen Sehen in einem Haus. Das Glauben hat nicht die Sicherheit, durch für immer leben zu können, während der Sehen in dem Haus durch das Gehirn wird. Ganz und dann, ob das Wort sehen sich hier nur ab den Sehen Gottes oder ab der Jahren, die anwiesen wird, wo die Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus sind. Das ist ja immer ganz deutlich, dass der Herr Jesus diese Juden sein will, dass sie nicht sehens, sondern das Glauben wären, dass sie jederzeit ihr Wohnreich verlieren können. In den Saßen dadurch sind falsch, bezieht sich das Wort hier sehen, aber ganz deutlich auf Christus selbst. Wer von allem frei gemerkt worden ist, der ist wirklich frei. Das bedeutet, dass der Jan, der zum Heiland jammt und das ewige Leben von Arm triehen wird, der ist von der Sklaverie, von der Sinn, von der Gesatz, von dem Aberglaube und von den Dämonen frei geworden. Nun sagt er hier auch von der zu uns. Jesus erklärt sich hier immer wahrer als Gott selber. Kann ich das von dir erkennen, dass Jesus Gott ist? Haben wir einmal ans Leben anvertraut, dass wir wirklich wahrhaft die Jünger Jesu sind, dass wir dort nicht bloß mit dem Müll betanen, sondern dass wir ans Leben auch haben dem Herrn gegeben? Ich mag uns hier Mut machen, weil wir ans Leben prüfen. Wenn wir bloß mit dem Müll betanen, dann müssen wir warten, dass wir können ans Wohnreich der alle Zeit verlieren. Aber wenn wir wirklich ans Leben Jesus gegeben haben, dann bleiben wir für immer in Gott. Sicher, da wollen wir niemals ans Wohnreich verlieren, sondern dann kommen wir in den Himmel. Und wenn Jesus uns frei gemerkt hat, dann sind wir reich frei. Weil wir nach der Bede. Danke, lieber Herr Jesus, für dein Wort. Danke, dass all die würden in dich kommen, die merkst du frei. In dein Wort sage ich uns dort hier, dass wem du frei merken lässt, der ist reich frei. Schenk Gnade, Herr Jesus, dass noch viele Menschen, die den Urrecht wollen, hören. Dass du frei merken lässt, dass die Waren kommen und dass die Waren gerne frei waren. Musst du uns du einsegnen. Danke dafür, Herr Jesus. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.